Ich bin so froh, dass es endlich ein neues 2D Mario gibt und vor allem, dass es kein New Super Mario Bros. Ist. Ich muss sagen, ich mochte damals die New Super Mario Bros. Reihe und ich mag sie immer noch, ja? Alle Spiele sind qualitativ gut und machen halt Spaß. Das Ding ist nur, dass es wirklich jedes Mal irgendwie das Gleiche war. Die Veränderungen und Innovationen waren super gering. Jedes weitere Spiel hat sich wie ein Levelpaket angefühlt und die Leute hatten verständlich die Schnauze voll und ich kann zum Glück sagen, dass Mario Bros. Wonder das nicht ist. Mario Bros. Wonder ist einfach wonderful. Okay, ich halte meine Fresse. Aber ganz im Ernst, dieses Spiel sprießt nur so voller Ideen. Als ich die ersten Trailer sah, sah es schon sehr aus wie New Super Mario Bros. Aber man muss sagen, dass sie zum Glück nur einen sehr ähnlichen Artstyle genommen haben und halt eine ähnliche Physik. Also das Feeling ist schon sehr wie New Super Mario Bros. Aber das Ding ist, diese beiden Sachen sind ja an sich auch nicht schlecht und sie haben hier genau das gemacht, was den New Super Mario Bros. Spielen immer gefehlt hat. Veränderungen, Innovationen. Wir haben neue Animationen für Mario und die Gegner und für alles. Wir haben neue Welten-Themes, nicht Standard Gras, Wüste, Strand und so. Wir sehen endlich mal was Neues. Jedes Level hebt sich ab, nicht nur von den Ideen darin, sondern auch von den Themes. Denn das Schöne ist, auch wenn die Welten ein Theme haben, halten sich die Level nicht zu 100% daran. Man hat nicht mehr 5 gleich aussehende Graswelten hintereinander. Und was das Feeling von diesem Spiel angeht, hat Nintendo hier die Abzeichen mit reingebracht. Du kannst verschiedenste Abzeichen ausrüsten und so erhält Mario eine weitere Fähigkeit, die sein Moveset erweitert. Er kann unter Wasser besser schwimmen. Er kann die Wand nach oben springen. Man hat einen Doppelsprung und es gibt auch viel, viel verrücktere, ja? Zum Beispiel, wo er die ganze Zeit am Springen ist oder wo er eine Ranke aus seinem Arm schießt und so zu Spider-Man wird. Dadurch kann man sich teilweise Challenges setzen, indem man sich dann einfach unsichtbar macht und Mario wird dann halt zu Dark Souls. Vor allem kann man aber dadurch dem in Anführungsstrichen langweiligen Moveset von Mario ein Upgrade verpassen. Ich sag euch ehrlich, bei den beiden Sachen hätte ich mir persönlich etwas komplett Neues gewünscht. Also komplett neue Optik und ein komplett neues Feeling. Wie zum Beispiel bei Mario World, ja. Aber dieses Spiel spielt sich einfach nur fantastisch und es ist ein gewaltiger Schritt nach vorne in die richtige Richtung. Denn das Beste an diesem Spiel ist das Level-Design. So unfassbar viele kreative Ideen sind in diesem Spiel. Es ist endlich wieder ein Ideenfeuerwerk, ja, wie die 3D-Mario-Spiele. Allein in dem zweiten Level wird man von einem Musiklevel begrüßt, ja, und da wusste ich schon, das wird hier einfach ein anderes Spiel. Jedes Level bringt irgendwas Neues, Spaßiges mit rein und man freut sich einfach nur, in das nächste Level zu gehen. Das Allerbeste an diesem Spiel sind aber die Wunderblumen, die man in jedem Level findet. Die verändern das Gameplay nochmal komplett und stellen quasi das Spiel auf den Kopf, manchmal sogar wirklich. Wenn man die einsammelt, verändert sich ein Abschnitt des restlichen Levels und auch hier, man freut sich einfach, diese Blume zu finden. So rennt man auf einmal auf den Hintergrund entlang oder verwandelt sich in einen Blob oder in einen Goomba oder verschmilzt mit dem Hintergrund. Es ist mit Abstand die beste Idee in diesem Spiel, weil sie so einfach noch mehr Ideen in dieses Spiel mit reinballern konnten, ohne sich an die Regeln des Spiels zu halten. Sie erfinden einfach eine neue. Es wird eine neue Idee nach der nächsten hier abgefeiert. Ansonsten kann ich auch die Gegnervielfalt hier loben. In diesem Spiel gibt es so viele neue Koopas auf Inlinern, die Hippos, die Piranha-Pflanzen, die Kerne spucken und noch viel mehr. Ich liebe es, wenn Nintendo nicht nur die üblichen Mario-Charaktere und Gegner benutzt, sondern halt auch neue hinzufügt. Wo ich allerdings ein bisschen enttäuscht bin, ist die Item-Vielfalt. Ja, es ist nicht super schlimm. Wir haben die OG-Feuerblume, ja, die muss da sein. Ansonsten haben wir aus Galaxy 2 den Bohrer, der echt cool ist, aber irgendwie nur in den Leveln, die auch wirklich für ihn ausgelegt sind. Dann haben wir noch Blasen-Mario, das ist wie so eine langsame Feuerblume, die aber noch Gegner wie Knochentrocken besiegen kann und man kann die Blasen auch als Plattform nutzen, das ist ganz cool. Und wir haben natürlich Benjamin Blümchen Mario. Mario hat jetzt einen langen, dicken Rüssel und kann damit Gegner wegschlagen. Zusätzlich kann er sich auch in einen Elefanten verwandeln. Die sind okay, jetzt aber kein Highlight, aber dafür haben wir natürlich die Abzeichen. Das Einzige, was ich wohl so richtig scheiße finde, sind die Bosse. Die sind in diesem Spiel wirklich ein schlechter Witz. Ja, abgesehen vom Endfight, der okay war, sind das hier wohl die schlechtesten Bosse bisher bei Mario, oder? Wirklich enttäuschend bei so
so einem kreativen Spiel. Dennoch hatte ich so unglaublich viel Spaß mit diesem Spiel. Ich bin gerade dabei, es nochmal durchzuspielen und vermutlich werde ich es noch ganz oft durchzocken. Ich bin einfach nur froh, dass Mario zurück ist und zum Ende der Switch nochmal so einen Banger raushaut. Ich hoffe, es bleibt bei 2D Marios weiterhin so gut, aber eigentlich will ich nur Mario Odyssey 2 oder Galaxy 3 oder Sunshine 2 oder Mario 64 2. Nintendo, was ist da eigentlich los?